Die Menschen in deiner Stadt werden von Killern ermordet, die Geister beschwören können. Diese Dinge können deinen Körper kontrollieren, dich auslöschen, eine unaufhaltsame Armee befehligen und sogar die Zeit einfrieren. Was würdest du tun? Ich werde die gemachten Fehler aufschlüsseln und dir zeigen, was du tun solltest und wie du JoJo's Bizarre Adventures Diamond is Unbreakable besiegen kannst. Dieser Killer wird die Nacht seines Lebens haben. Er hat bereits damit begonnen, Menschen zu töten und die Polizei kommt immer näher. Sie stürmen den Raum, aber der Mörder entkommt durch das Fenster auf das Dach, bevor sie ihn erreichen können. Er schafft es auf die Straße und als er wieder zu Atem kommt, sieht er in der Ferne einen Mann, der einen Pfeil und Bogen hochhält. Ihm wird ein Pfeil durch die Kehle geschossen, aber als der Pfeil aus seinem Körper gezogen wird, fängt der Mörder sich an zu bewegen. Er ist noch am Leben und der Bogenschütze ist beeindruckt. Er beglückwünscht ihn, einer der Auserwählten zu sein und geht, bevor die Polizei eintrifft. Der Mörder steht auf, um sich zu ergeben, aber jetzt kann er irgendwie das Wasser kontrollieren. Und die Polizei wird bald herausfinden, wie gefährlich dieser Kerl wirklich ist. Er wird von der Polizei verhört, aber sie stellen fest, dass der Raum plötzlich mit Wasser gefüllt wird. Er schießt regelrecht aus dem Boden, tötet sie auf der Stelle und erledigt auch den letzten Wachmann. Er verlässt das Gebäude mit der Macht, ein ganzes Polizeipräsidium fertig zu machen. Es gibt nur eine Person, die ihn jetzt noch aufhalten kann. Koichi, der als Austauschstudent gerade erst in die Stadt gezogen ist, freut sich auf den zweiten Tag an seiner neuen Schule, aber auf dem Weg dorthin läuft er durch eine Gasse und wird von ein paar Punks aufgehalten. Zum Glück sind sie abgelenkt, als ein anderer Typ vorbeikommt. Sie bedrohen auch ihn, aber als einer von ihnen seine Frisur beleidigt, trifft das irgendwie einen Nerv. Sie haben gerade den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Plötzlich wirft der Fremde einen Schlag, der einen von ihnen über die Gasse und gegen das Fahrrad schleudert, während der andere einen Uppercut bekommt, ohne überhaupt berührt zu werden. Aber als er beschließt, sie mit einer Verwarnung davonkommen zu lassen, merken die plötzlich, dass das ganze Blut in ihrem Gesicht verschwunden ist. Es ist regelrecht so, als ob nie irgendwas passiert wäre und sie rennen weg. Koichi bedankt sich für die Rettung und erkennt ihn als JoJo aus der Schule, der ihn im Gegenzug nicht erkennt. Wahrscheinlich, weil er etwas größer und weniger blond ist. JoJo ist gerade dabei zu gehen, als Koichi auf sein Fahrrad zurückschaut und sieht, dass es irgendwie repariert wurde. Dieser Schüler hier ist völlig ahnungslos. Wir haben gerade etwas gesehen, das die Gesetze der Physik außer Kraft setzt. Er lässt uns das gesamte bekannte Universum in Frage stellen, aber er macht sich mehr Sorgen, dass dieser Typ ihn nicht aus der Schule erkennt. Dieser Kerl hat eindeutig besondere Kräfte und ich würde mich versuchen, mit ihm anzufreunden, weil wir daraus ein profitables Geschäft machen könnten. Die Schulen sind voll von Strebern, die jeden Tag schikaniert werden und sie würden sich sicherlich gerne von ihrem Essensgeld trennen, um dabei zuzusehen, wie diese Tyrannen fertig gemacht werden. Wenn dieser Kerl zwei Gangster zu Fall bringen kann, ohne auch nur einen Finger zu krümmen und ohne dabei jegliche Beweise zu hinterlassen, wird ihn keiner der Lehrer glauben und wir würden unantastbar sein. Später am Tag sucht der Mörder sein nächstes Opfer. Diese beiden spielen am Brunnen herum, das Wasser spritzt dem Jungen plötzlich aber in den Mund und er fängt an zu strampeln und stirbt, woraufhin dann das Wasser in den anderen Jungen geht. Als Koichi von der Schule nach Hause kommt, sieht er, wie eine Frau als Geisel genommen wird. JoJo bemerkt, dass mit den Augen des Verbrechers irgendetwas nicht stimmt und er scheint besessen zu sein. Er hat keine Lust auf Ärger und will gerade verschwinden, aber als der Typ seine Haare beleidigt, reicht es JoJo wieder vollkommen. Wieder einmal war das ein großer Fehler. Die Frau ist kurz davor abgestochen zu werden, als die Klinge irgendwie aus dem Rücken des Verbrechers fliegt. JoJo hat seine Kraft genutzt, um das Messer direkt durch seinen Körper zu stechen, woraufhin er die Geisel losgelassen hat. Der Verbrecher entdeckt, dass das Messer nun in seinem Magen steckt und er bekommt einen Anfall und bricht dabei zu Boden, als eine wässrige Kreatur aus seinem Mund direkt in den nächsten Kanal entweicht. Koichi kann die Kreatur nicht sehen, weiß aber, dass irgendetwas passiert ist, was er nicht sehen kann. JoJo rennt darauf hinweg, als die Polizei eintrifft, bemerkt aber nicht den mysteriösen Mann, der in der Nähe sitzt. Also gut, das ist nicht normal und jetzt hat das die gesamte Stadt gesehen. Selbst wenn du jemandem das Leben rettest, bringt das eine Menge unerwünschte Aufmerksamkeit mit sich und du wirst für Antworten aufgespürt werden. Wenn du deine Kräfte schon in der Öffentlichkeit einsetzt, dann wenigstens so wie dieser Typ hier, wo es so aussieht, als hättest du nichts mit der Situation zu tun. Das lenkt zwar nicht die Aufmerksamkeit auf dich, aber wenn du es schon oft genug tust, wird sich ein Muster herausbilden und du wirst zum Verdächtigen, denn so kaltblütig wie es klingt, hätte er das Mädchen nicht retten dürfen. Ja, das klingt hart, aber wenn man so viel Macht hat, muss man das Geheimnis um jeden Preis schützen. Wenn er seine Macht in der Öffentlichkeit benutzt, sagt mir das, dass er nicht gerade reif ist und das wird ihn garantiert in Schwierigkeiten bringen. Später in der Nacht bekommt ein betrunkener Geschäftsmann einen Wutanfall und beschwert sich über seinen Job. Auf der anderen Seite der Brücke ist aber jemand mit Pfeil und Bogen zu sehen. Er wird mit einem Pfeil beschossen und bricht zu Boden. Der Schütze bittet den Mann, seine Gefühle in etwas Stärkeres zu verwandeln, aber der Geschäftsmann stirbt daraufhin recht schnell. Enttäuscht nimmt der Schütze seinen Pfeil und geht weiter. Okay. Der Pfeil dieses Typen verwandelte den ersten Mann in einen wasserbeherrschenden Bösewicht, aber er verwandelt diesen Typen in eine Leiche. Das bedeutet, dass dieser Pfeil zeigt, wer Macht hat und wer nicht. Wir wissen zwar noch nicht, warum er versucht, mächtige Leute zu sammeln, aber man kann davon ausgehen, dass es zu seinem persönlichen Vorteil ist. Das Problem ist, dass er bei seinen Zielen nicht gerade sehr klug vorangeht. Ein betrunkener Geschäftsmann mit Wutproblemen wird nicht leicht zu kontrollieren sein, da er es ohnehin schon hasst, bei der Arbeit herumkommandiert zu werden.
Wenn ich ein böser Bösewicht wäre, der Pfeile abschießt, würde ich es auf die Obdachlosen der Stadt absehen, weil es weniger Aufmerksamkeit bei der Polizei erregen würde, wenn sie sterben würden. Aber auch wenn einer von ihnen überlebt und Kräfte hat, wären sie dankbarer für ihre neuen Kräfte und vielleicht eher bereit, dir einen Gefallen zu tun. Am nächsten Tag sieht Koichi Jojo auf dem Weg zur Schule und versucht ihn einzuholen, stürzt aber fast zu Boden. Er stürzt von seinem Fahrrad, aber bevor er auf dem Boden aufsteigt, bleibt die Zeit plötzlich stehen. Und irgendwie kommt er wieder auf die Beine. Dieser Mann hat auch irgendwelche Kräfte und bittet ihn um Hilfe, Jojo zu finden. Koichi rennt zu Jojo, um ihm zu sagen, dass dieser Mann mit ihm sprechen will, aber Jojo hat ihn noch nie in seinem Leben gesehen. Der Mann offenbart, dass er Jotaro ist, Jojos Neffe. Der Vater des Jungen hatte eine Affäre und er ist gekommen, um ihn über sein Erbe zu informieren. Jojo dankt ihm und ist gerade dabei zu gehen, als der Mann noch etwas Wichtiges hinzufügt. Plötzlich kommen die Mädchen näher und wollen gerade etwas Positives über Jojos Haare sagen, als der Typ dann daraufhin sagt, dass sie aufhören sollen, seine bescheuerten Haare zu bewundern. Jojo ist gerade dabei, wieder auszurasten, aber diesmal hat er seinen Meister gefunden und wird zurückgeschlagen. Der Typ erklärt Jojo, dass sie Geister besitzen, die man Stands nennt, die nur von anderen Stand-Besitzern gesehen werden können. Jojo hat genug und will gerade zuschlagen, als die Zeit plötzlich anfängt stillzustehen. Der Typ taucht plötzlich hinter Jojo auf und verpasst ihm einen Schlag. Ich weiß, alle Anime-Manier würde man jetzt sagen, das war sein größter Fehler. Aber dieser Kerl hat einen gewaltigen Vorteil ihm gegenüber. Er kann die Zeit anhalten und überall dort auftauchen, wo er gerade auftauchen will. Mit dieser Art von Macht kann ich ihm nicht gerade die Scheiße aus dem Leib prügeln, ohne ihm näher kommen zu können. Und wir sind ihm völlig unterlegen. Wenn es nach mir ginge, würde ich einfach meine Identität wechseln und ein sehr ruhiges Leben führen. Stattdessen gibt Jojo den Kampf auf und berichtet darüber, neulich einen Wasserstand gesehen zu haben. Er ist nicht daran interessiert, sich einzumischen und geht weiter. Doch der Mann weiß, dass Jojos Leben bald in Gefahr sein wird, wenn er ihm nicht hilft. Also gut, die Zeit anzuhalten ist eine extrem mächtige Fähigkeit und er scheint überhaupt ein guter Kerl zu sein, aber wir hätten die Kräfte des Jungen ausnutzen können, um diesen Kerl beim ersten Versuch zu schlagen. Jojo kann Dinge mit so hoher Geschwindigkeit wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile zurückversetzen, dass es fast augenblicklich geht. Ich würde versuchen, diese Brücke zu zerstören und immer wieder zusammenzusetzen und das mit extrem hoher Geschwindigkeit. Als Schutz würde ich eine 360-Grad-Splitterfalle um mich herum erzeugen. Sobald er aus der eingefrorenen Zeit zurückkommt, würde er von dem Schrapnell aus jeder Richtung getroffen werden. In seinem Hotel erfährt er, dass der Wasserstand, den Jojo gesehen hat, mit einem Serienmörder namens Anjuro zusammenhängt und dass er in der Nähe von Wasser sein muss, um seinen Stand zu aktivieren. Aber da sich eine Gewitterwolke nähert, wird er bald gefährlicher sein als jemals zuvor. Er muss den Jungen warnen, hat aber keine Ahnung, dass der Killer ihn bereits aufgespürt hat. Es beginnt zu regnen und der Killer befiehlt seinem Stand, Jojos gesamte Familie zu töten. Na gut, an einem normalen Tag hat dieser Wassertyp einige ernsthafte Einschränkungen, aber gleichzeitig schöpft er das volle Potenzial dieses Dings überhaupt nicht aus. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich das Abwasser- und Wassersystem der Stadt nutzen, um überall hinzukommen. Ich bitte dich, das verschafft mir Zugang zu viel mehr Menschen, selbst bei perfektem Wetter, denn wir verbringen immerhin 90% unserer Zeit in Innenräumen. Wenn ich mich durch die Wassersysteme bewege, kann ich aus demselben Grund in Büros, Wohnhäuser, Polizeistationen und so weiter gelangen. Wenn ich hier Jojo wäre und sehen würde, dass dieses Ding in die Kanalisation fließt, dann würde ich das Wasser in meinem Haus komplett abstellen. Wenn ich sehen würde, dass so etwas aus dem Mund von jemandem kommt, würde ich es nicht auf die leichte Schulter nehmen und keine Maßnahmen zu ergreifen, um seine Familie zu schützen, ist ein massives Versäumnis. Zurück zu Hause trinkt Jojos Mutter Wasser aus der Leitung. Als er plötzlich den Stand sieht, denkt er schnell nach und stößt eine Glasflasche durch ihren Körper und schließt ihn darin ein. Aber sie bemerkt nichts und verlässt das Haus. Er schüttelt die Flasche und nachdem er den Stand in der Falle gesehen hat, ruft er Jotaro an, um ihm die Neuigkeiten zu erzählen. Der Mann sagt, er wird bald da sein, aber Jotaro soll seine Augen nicht von dem Ding nehmen. Er lässt den Stand auf dem Tisch liegen und als der Großvater kommt, verwandelt er sich geschickt in eine Flasche Whisky. Der alte Mann nimmt die Flasche zum Trinken, ohne zu ahnen, dass das Stand darin ist. Jojo dreht sich um und sieht, dass die Flasche fehlt, woraufhin dann Geräusche von oben ertönen. Er rennt hoch, nur um seinen Großvater auf dem Boden liegen zu sehen. Alles klar, das ist seine Schuld. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieses Ding sich in Whisky verwandeln kann, aber dieses Teil unbeaufsichtigt in einem Haus zu lassen, ist einfach unfassbar gefährlich. Ganz ehrlich, ich würde nicht auf Jotaro warten, bevor ich mir überlege, wie ich mit dem Ding umgehe. Wenn sich der Stand durch Wasser bewegt, würde ich versuchen, ihn nur noch mehr einzuschränken, indem ich ihn in Eis einfriere. Ich würde diese Flasche nehmen und sie in dem hinteren Teil des Gefrierschranks stellen, wo ihn niemand finden kann. Auch wenn es ihn nicht tötet, wird er dauerhaft gefangen sein, weil er sich selbst nicht verflüssigen kann. Jotaro kommt schließlich im Haus an und geht nach oben. Jojo versucht die Verletzungen seines Großvaters zu behandeln, aber seine Macht kann niemanden wieder zum Leben zurückholen. Er hört unten ein Geräusch und geht hin, um den Boden mit Wasser bedeckt vorzufinden. Er stellt die ganzen laufenden Wasserhähne ab und beginnt die Stimme des Mörders zu hören, der sie bedroht. Der Stand springt heraus und greift Jotaro an, der ausweicht.
In diesem Moment aber kommt Giorgio die Treppe hinunter und steht dem Mörder seines Großvaters gegenüber. Der Stand verflüssigt sich, erscheint unter ihm und stürzt sich auf Giorgios Kehle. Jotaro friert im letzten Moment die Zeit ein und schmeißt den Stand gegen die Wand. Er ist unterlegen und beschließt, seine Taktik zu ändern und verschwindet. Jotaro fragt den Jungen, ob er seine eigenen Wunden heilen kann, und er sagt, dass er das nicht kann. Sie bemerken, dass der Wasserkocher zu dampfen beginnt und stellen fest, dass sich der Stand in Dampf verwandelt hat. Okay, dieses Ding kann sich durch Wassermoleküle fortbewegen und Dampf ist besser, um sich im Haus auszubreiten, aber er bewegt sich viel langsamer als vorher. Das gibt uns eine großartige Gelegenheit, um zu versuchen, den Killer zu finden. Auch Stands, die sich weiter vom Benutzer entfernen können, müssen immer noch nah genug sein, um ihre Befehle auszuführen. Es bedeutet also, dass der Benutzer näher ist, als wir denken. Ich würde Jotaros Fähigkeit nutzen, um die Zeit anzuhalten und an Ort und Stelle zu reisen, um nach dem Killer zu suchen, sodass wir, obwohl wir im Regen stehen, nicht angegriffen werden können. Je länger der Stand in der Zeit eingefroren ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir, und bevor dieses Ding überhaupt weiß, was los ist, würde er seinen Besitzer tot auffinden. Jojo durchbricht eine Wand und sie rennen beide in den nächsten Raum, um sich in Sicherheit zu bringen. Er erkennt aber schnell, dass dies eine Falle war, als sie den Luftbefeuchter in der Ecke bemerken. Sie sind plötzlich von Nebel umgeben und der Wasserstand greift ihn plötzlich an und dringt in seinen Körper ein, während der Killer sich hämisch zu freuen beginnt. Aber das war Teil von Jojos cleverem Plan, denn sein Stand greift nach seinem Körper und zieht einen Gummihandschuh heraus, in dem der Wasserstand nun gefangen ist. Er enthüllt, dass er den Handschuh zuvor in Stücke geschnitten und verschluckt hat, indem er seine Kräfte nutzte, um ihn in seinem Magen wieder zusammenzusetzen. Er beginnt, den Handschuh zu schütteln, und sie sind überrascht, als sie draußen Geräusche hören. Okay, das war ein wirklich kluger und unkonventioneller Gedanke und hat ihm dabei das Leben gerettet. Aber er hatte auch unglaubliches Glück, dass es überhaupt funktionierte. Sich den Weg von innen herauszubahnen ist ziemlich faul und ineffizient, und wenn ich jemanden schnell töten wollen würde, hätte ich mir die einfachste Möglichkeit gesucht, ihn zu verletzen, ohne die Haut überhaupt zu verletzen. Und das wäre durch die Nase direkt in die Lunge. Er könnte viel leichter durch Ertränken getötet werden, und wenn er das getan hätte, wäre das überhaupt nicht passiert. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und von der Lunge und den papierdünnen Wänden der Lungenbläschen in die Lungenarterien gehen, wo wir in das Blut in seinem Körper eindringen können. Das menschliche Blut besteht zu 55% aus Plasma, also der Flüssigkeit, die die roten Blutkörperchen trägt. Und Plasma besteht zu 92% aus Wasser. Ich würde in das Plasma seines Blutes eindringen und es daran hindern, in sein Herz einzudringen, bis er einen reinen Herzinfarkt erleidet. Sie finden den Serienmörder draußen und verhören ihn. Er erzählt ihnen, dass er den Stand erhielt, als er von einem speziellen Pfeil angeschossen wurde. Auf der Suche nach Rache ist Jojo dabei, dem Killer einen so schrecklichen Schlag zu verpassen, wie es nur möglich ist, und zwar mit seinem Stand. Er puncht den Killer in einen nahegelegenen Felsen, zertrümmert diesen und stellt ihn wieder her, um den Mörder darin einzuschließen. Okay, das ist ein brutaler Tod und wahrscheinlich der klügste Weg, sich um ihn zu kümmern. Es gibt keine Leiche und keine Unordnung, die man beseitigen muss, weil das die Polizei auf deine Fährte führen würde. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht mal an diese Lösung gedacht, denn wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich einen Weg finden wollen, sowohl seinen Stand als auch den Benutzer in einem Zug zu töten. Wir haben gerade gesehen, dass, wenn wir diesen Handschuh hin und her bewegen, es den Benutzer wie eine Stoffpuppe durch die Gegend schleudert. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn es bedeutet, dass alles, was mit dem Stand passiert, sich auch auf den Menschen auswirkt. Wenn wir den Stand in einen Eisblock verwandeln, können wir jetzt einen Schritt weiter gehen und das Eis in Stücke brechen. Dann sehen wir, ob es den Menschen tötet. Auf diese Weise können wir zumindest bestätigen, dass beide tot sind und sie dann in dem Felsen verstecken, damit niemand die Stücke findet. Am nächsten Tag nimmt Jojo an der Beerdigung seines Großvaters teil, bemerkt aber, dass er von jemandem beobachtet wird. Er stürzt in das verlassene Anwesen, wo Koichi ihn findet und darauf besteht, ihn zu begleiten. Sie gehen bis zum verlassenen Haus, da taucht plötzlich der Mann aus dem Nichts auf und wirft Koichi zu Boden. Der Mann steht auf seiner Brust und Jojo bittet ihn, ihn gehen zu lassen, als Koichi plötzlich von einem Pfeil getroffen wird. Er ist schwer verwundet und Jojo weiß, dass er ohne seine Hilfe nicht überleben wird. Dieser Mann stellt sich als Okiyasu vor, der Bruder des Bogenschützen, und sein Stand taucht hinter ihm auf. Der Bogenschütze befiehlt ihm, Jojo zu töten, um den Wasserstand zu rächen. Er geht zum Angriff über und wird sofort niedergeschlagen, aber dieser Kerl fängt gerade erst an. Jojo bemerkt, dass seine besondere Fähigkeit aus seiner Hand kommt und fängt sie gerade noch rechtzeitig auf. Der Stand bricht los und Jojo weicht schnell aus, als die Hand in dieses Schild schlägt, und als er sich erholt, bemerkt er, dass ein Teil des Schildes verschwunden ist. Er erkennt, dass die Fähigkeit dieses Feindes darin besteht, Dinge auszulöschen und zu verschmelzen. Okuyasu geht dann daraufhin einen Schritt weiter und entfernt den Raum zwischen den beiden, zieht dadurch Jojo zu sich und schlägt ihn zu Boden. Es ist unmöglich, diesem Typen zu entfliehen, aber Jojo bemerkt etwas hinter sich und schmiedet bereits einen Plan. Okay, das ist eine wirklich gefährliche Fähigkeit und ein einziger Schlag von seiner Hand wird uns vernichten. Ich würde nicht in die Nähe dieses Dinges kommen wollen, aber das Problem ist, dass ich ihn nicht besiegen kann, ohne ihm näher zu kommen. Es gibt vielleicht nur einen Weg, wir können aber seine eigene Kraft gegen ihn verwenden. Wenn wir in der Lage sind, Dinge wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, dann können wir vielleicht den von ihm gelöschten Raum wiederherstellen. Das gibt uns eine großartige Kampfstrategie. Schnell angreifen und sich dann schnell zurückziehen, um aus seiner Reichweite zu kommen, indem wir den Raum wiederherstellen.
Das ist die beste Option. Der sicherste Weg, dies zu testen, ist zu versuchen, das Schild wiederherzustellen. Wenn es funktioniert, können wir alles rückgängig machen, was er entfernt hat, und wir behalten die Oberhand. Aber wenn es nicht klappt, können wir etwas anderes tun. Ich würde meinen Stand dafür nutzen, Dutzende von Löchern in den Boden zu schlagen. Während des Kampfes wären auf dem Schlachtfeld überall Löcher, und das würde ihm erschweren, sicheren Halt zu finden. Wenn er dann erstmal in der Falle sitzt, können wir ihn leicht niederschlagen, seine Hand ergreifen und sie ihm aufzwingen, damit er sich selbst vernichtet. Jojo stachelt ihn an, ihn anzugreifen, und der Kerl versucht, ihn auszulöschen, aber er weicht prompt aus, wodurch er den Raum zwischen sich und einer Statue auslöscht und sich dabei selbst ausnockt. Jojo sucht nach Koichi und bemerkt, dass Blutspuren ins Haus zurückführen. Er folgt nach oben, wo er den älteren Bruder findet, und Jojo warnt ihn, den Fall nicht rauszuziehen, da Koichi verbluten und sterben wird, was den Mann allerdings nicht kümmert. Der jüngere Bruder kommt hoch, was Jojo ablenkt, aber als er sich umdreht, beginnt ein Maschinengewehr zu feuern. Er weicht aus, aber Okuyasa wird dabei angeschossen. Jojo geht zurück, um ihm zu helfen, und versucht, die beiden in Sicherheit zu bringen, als seine Hand von winzigen Kugeln zerschossen wird. Im Treppenhaus fragt er, was die Standkraft seines Bruders ist, und im Austausch würde er ihn heilen. Er weigert sich, etwas zu sagen, aber Jojo beschließt, ihn trotzdem zu heilen, ohne etwas im Gegenzug zu bekommen. Jojo geht nach oben, sieht, dass der ältere Bruder fehlt, aber sein Freund Koichi liegt immer noch in der Mitte des Raumes. Er will ihn gerade retten gehen, aber als er sich umdreht, sieht er Okuyasa, der seine Fähigkeit einsetzt, um Koichi heranzuziehen, woraufhin ihn Jojo heilt. Der Bruder hat den Gefallen erwidert und jetzt sind sie quitt. Koichi steht auf, aber um die Ecke fliegen Mini-Hubschrauber auf sie zu. Das ist der wahre Stand des Bogenschützen, eine Armee von Minisoldaten, die in voller Montur anrücken. Mit ihrer Stärke und Anzahl werden sie nicht so leicht zu töten sein. Okay, dieser Stand unterscheidet sich von den anderen, die wir bisher gesehen haben, weil es sich nicht um eine einzelne Einheit handelt. Wenn man also einen Soldaten ausschalten kann, kann man sie nicht alle töten. Deshalb würde ich versuchen, die gesamte Armee auf einmal auszuschalten. Der Bogenschütze hier muss in der Nähe seiner Soldaten sein, um sie zu befehligen. Wenn wir also diesen Kerl irgendwie von seiner Armee trennen können, könnte dies die Effektivität seines Stands einschränken. Glücklicherweise befinden wir uns in einem alten, heruntergekommenen Haus, das ziemlich schwach aussieht. Ich würde also meinen Stand dafür nutzen, um ein Loch durch den Boden zu schlagen, wodurch die ganzen Soldaten hindurchfallen würden. Diese Dinger sind nicht mehr als 10 cm groß. Bei ihrer relativen Höhe entspricht das also einem Fall aus 90 Meter Höhe. Das ist wie ein Sturz von der Spitze der Freiheitsstatue, und es gibt keine Möglichkeit, einen solchen Sturz zu überleben. Ich könnte dann den Boden wieder zusammensetzen, was sie aus der Reichweite bringt. Dann hätten wir es nur noch mit den Hubschraubern zu tun. Jojo tut sein Bestes, um sie zu verteidigen, aber wird von einem Raketenhagel überwältigt. In diesem Moment sieht Koichi einen Panzer auf sie zukommen und warnt Jojo, dass einer hinter ihm her ist. Woraufhin dann Jojo merkt, dass wenn Koichi die Stands sehen kann, dass er jetzt auch ein Benutzer sein muss und der Pfeil ihm eine Kraft gegeben hat. Der Bogenschütze zeigt sich nun und enthüllt seinen Stand Bad Company und möchte nun sehen, was Koichis Stand ist. Einer der Soldaten sticht ihm in den Fuß, was ihn dazu bringt, ein riesen schwebendes Ei zu entfesseln, was absolut für nichts nützlich scheint. Der Bogenschütze wird gleich angreifen, also kickt Jojo das Ei aus dem Raum, um Koichi in Sicherheit zu bringen. Er gibt sein Bestes, aber es ist einfach viel zu viel für ihn. Der Bogenschütze befiehlt seiner Armee, Jojo zu töten, und Koichi fleht ihn an, damit aufzuhören. Aber der Mann offenbart, dass ein einmal erteilter Befehl nicht mehr geändert werden kann. Also gut, dieser Kerl hat uns gerade eine Möglichkeit gegeben, wie wir ihn besiegen können. Und er setzt seine Armee nicht gerade klug ein, denn wenn man seine gesamte Armee mit einem einzigen unabänderlichen Befehl befehligt, bleibt kein Raum mehr für Überraschungen. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich meine Armee in einzelne Züge aufteilen, damit ich Befehle hinzufügen und mich auf Veränderungen im Kampf einstellen kann. Dieser Kerl macht sich angreifbar, und das ist genau das, was Koichi hier ausnutzen sollte. Wenn wir wissen, dass er all seinen Soldaten befehlt hat, Jojo anzugreifen, dann wissen wir, dass Koichi hier in Sicherheit ist, da sie ihn nicht angreifen werden. Und das verschafft ihnen einen großen Vorteil, denn so könnte er durch den Raum gehen und den Bogenschützen selbst bekämpfen. Dieser Raum hat auch einen Gang darüber. Wenn er sich also in das obere Stockwerk schleichen könnte, könnte er versuchen, sein riesiges Ei auf ihn fallen zu lassen, um ihn zu zerquetschen. Seine Raketen zielen auf Jojo, der es schafft, sie zu zerstören, aber er ist zu verletzt, um weiterzumachen. Koichi ist wehrlos, aber er weigert sich nachzugeben, aber plötzlich beginnt sein Ei zu zerbrechen. Ein winziges Wesen bricht raus, schlägt in die Luft und fällt zu Boden. Diesen Stand kann der Bogenschütze nicht gebrauchen, und er bereitet sich darauf vor, Koichi zu töten. Doch dann steht Jojo plötzlich auf und enthüllt seinen Masterplan. Er stellt die Raketen wieder her, die er zerschlagen hat, und dreht sie in Richtung des Schützen. Er versucht, seine Soldaten zu befehlen, die Raketen abzuschießen, aber er hat bereits seine Order gegeben und sie können ihn nicht schützen. Die Raketen treffen ihn und sein Stand verschwindet. Oben hören sie etwas und Koichi geht nach oben, um nachzusehen. Als er die Tür öffnet, wird er von einer Kreatur gepackt. Jojo rennt hoch und stößt ihn zu Boden, und der Bogenschütze ist immer noch am Leben. Er offenbart, dass dieses Monster sein Vater ist. Er hat vergessen, wie es ist, ein Mensch zu sein. Aber als er sich in diese unsterbliche Kreatur verwandelte, benutzte sein Sohn den Pfeil, um einen Stand zu finden, der stark genug war, um ihn zu töten, damit man ihn aus seinem Elend befreien kann. Aber nichts hatte funktioniert.
Sie bemerken, dass das Monster in einer Kiste etwas sucht und Jojo benutzt seinen Stand, um ihn wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, wobei ein altes Foto ihrer Familie zum Vorschein kommt. Das Monster hebt das Bild auf und beginnt zu weinen. Da ist immer noch ein menschlicher Teil in ihm. Jojo bietet an, bei der Zerstörung von dem Pfeil und Bogen zu helfen und Okuyasu stimmt zu, aber sein Bruder lehnt ab. Er will gerade gehen, als etwas zum Fenster hineinfliegt und auf dem Boden landet. Es ist einfach ein Spielzeugauto. Das Auto geht auf Okuyasu zu, aber sein Bruder stößt ihn aus dem Weg, aber wird von dem Auto getroffen. Er bewegt sich an seinem Körper hoch und springt aus seinem Mund, um ihn in die Luft zu jagen, bevor es jemand aufhalten kann. Dieser Stand-User wurde besiegt, aber bald wird Jojo auf einen weiteren treffen, der noch viel gefährlicher sein wird. Diese körperlose Hand in einer Papiertüte steht auf dem Tisch eines berüchtigten Serienmörders, der nur ein friedliches Leben will und er würde es bekommen, koste es, was es wolle. Aber was denkst du? Wie würdest du Jojo's Bizarre Adventures besiegen? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Gib dem Video doch ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal aber, wünsche ich noch einen verdammt guten Tag.